Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Was geht ab, Bruder? Tati, Steve und Chong. Und wir haben wieder ein Deck von einem Fan bekommen. Diesmal ein Psyfrem-Deck. Und unsere Experten geben mal ihre Meinung dazu. Also was an diesem Deck gleich auffällt ist, er spielt pures Psyfrem. Die einzigen Karten, die nicht Psyfrem sind in dem Deck, sind KD für die Draw-Power. Ansonsten... Ja, spielt ja glaube ich jeden, den es gibt, dreimal. Genau. Und eindeutig zu viel, ja. Aber Steve kann da mehr dazu sagen. Ich sehe einfach in den meisten Karten nicht so viel Potenzial, weil zum Beispiel jetzt Fallen oder sowas brauchst du auf jeden Fall nicht dreimal spielen, dieses eine Monster da zum Beispiel. Also wenn der Fan, also wie auch immer sein Name ist, wenn er dabei bleiben will, reines Psyfrem zu spielen, würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, den für Fallen rauszuschmeißen, weil das ist der am wenigsten was bringt. Und dafür 3 Max C reinzutun, neben dem, dass Max C ihm halt Handkarten gibt, die er in dem Deck einfach dringend braucht, ist Max C halt auch da, um dem Gegner zu sagen, okay, Max C ist jetzt aktiviert, ich möchte jetzt nicht zu krass ausflippen, weil mein Gegner zieht halt dann irgendwie 11 Karten oder so. Dann das andere ist diese Falle hier. Kann man weiter? Das ist diese Psy-Kanone da. Welche? Die hier. Ich habe leider keinen Plan, was die macht, aber ich hab das Deck selber mal gespielt und wenn ich nicht den Gedanken darauf verwendet habe, die Karte zu spielen, dann wird die Karte nicht so besonders gewesen sein. Scheint halt mehr so eine Karte, die man reingetan hat, einfach weil sie zum Psy-Thema packt und würde ich mir die Mühe halt einfach nicht machen. Auch finde ich das ein bisschen weird, dass er gar keine Monster spielt, weil es gibt halt immer noch die Möglichkeit, dass wenn du ein reines Psyfrem-Deck spielst, dass du halt trotzdem noch Wind-Up Rabbits spielst. Wind-Up Rabbits, einfach als Meat-Shield, weil die sind halt da und die können halt weg sein, wenn du willst. Beatdown halt. Genau, für den Beatdown halt, weil wenn du den Gegner alles negierst, musst du halt auch irgendwas haben zum Angreifen, weil du willst die meisten deiner Monster halt nicht draußen haben. Eben. Und dann gibt es halt wie gesagt die Option, dass du es mit Yosenju spielst, mit eben 6 bis 8 Yosenjus, die du halt auch suchen kannst mit Tanky, was halt auch eine bessere Option ist, weil die Version hat halt immer das Problem, dass du musst davon ausgehen, sobald der Gegner weiß, was du spielst, wird er versuchen irgendwie zu warten, bis er so viel hat, was du nicht negieren kannst, was ich ziemlich oft erlebt habe, oder wenn du gegen so Scheiße spielst wie Ghost Trick, weil einfach nichts passiert die ganze Zeit. Du musst halt irgendwie, du brauchst halt einen Plan B für eine Offensive. Und da sind Yosenju-Monster halt schon mal ganz gut. Wobei der Nachteil bei den Yosenju-Monster finde ich halt, sie gehen halt erst in der Endphase, während Wind-Up-Rabbit geht halt, wenn du sagst, er soll gehen. Das ist halt das. An sich würde ich an dem Deck, wenn er jetzt wie gesagt sagt, er will das reine Psyfrem weiterspielen, würde ich sagen, die drei für die Fallen raus. Dafür Max C oder Wind-Up-Rabbit rein, je nach Geschmack. Die Falle, oh mein Gott, wahrscheinlich eher Upstart, weil die Karte bringt dir einfach mehr. Und ansonsten an den Fallen finde ich das Setup ganz gut, weil die ist super gut. Die würde ich in jedem Fall dreimal spielen. Davon eine zu haben ist auch nie schlecht. Extra Deck sieht soweit auch ganz gut aus. Ich würde einfach nur statt dem zweiten Moonlight Rose, würde ich diesen Yang Xing spielen, den Level 7er, der ähnlich wie der Yatzi, der halt auch sagt, dass er nicht getargetet werden kann, weil der halt auch durch die Spielfeldzauberkarte schnell aufs Feld kommt. Jetzt gebe ich ein Rating wahrscheinlich, oder? So ist es. Ich gebe dem Rating 6 von 10, würde ich sagen, weil ich meine, Psyfrem ist immer noch ein Deck, das dich mega nerven kann, aber so wie es halt hier gebaut ist, würde es schon noch auf jeden Fall besser gehen. Es ist nicht schlecht, ich meine 6 von 10, ich habe deutlich schlechtere Ratings gegeben und gesehen auch, also 6 von 10 ist okay. Ja, ich finde das Deck nicht so gut, weil es einfach nicht offensiv stark ist. Du kannst, wenn die Spielfeldzauberkarte nicht auf dem Feld ist, wenn der Gegner sie wegbekommt, dann werden die ganzen Karten gebanished. Also ich finde das Deck echt nicht gut. Da kam mir gerade nochmal was. Was ich denke, was die beste Version ist, das Deck zu spielen, wäre eigentlich mit, wie heißen die Bastarde, Kaijus? Kaijus, ja. Mit Kaijus eigentlich, weil du kannst auch bestimmen, wann du die Monster ausspielst, die kommen meistens nie auf deine Seite. Du kannst den Gegner halt damit Anti-Plays versauen, wenn du es halt über, keine Ahnung, seine Beatrix oder seinen Destroyer gibst, würde es halt auch mehr Sinn machen dann. Ja. Ich würde das Deck auch eher dann, wie Steve schon gesagt hat, auch mit Wind-Up Rabbit oder mit Yosenju versuchen, was auch jetzt echt nur gut in dem Deck kommen würde, eventuell wäre die neue Mirror Force, die jetzt in einem neuen Set drin ist.
weil du einfach meistens kein Feld hast und die direkte Angriffe kannst du halt dann stoppen durch die neue Mirror Force. Du kannst auf jeden Fall das Deck ein bisschen überarbeiten jetzt mit dem neuen Set, dir mal ein paar Gedanken auch drüber machen, das ein bisschen offensiver zu spielen. Ich gebe dem Deck 3 von 10 Sternen, ja, oder vielleicht auch weniger. Aber es ist auf jeden Fall, ja. Was mit dir passiert hat? Du bist extrem geworden. Du warst immer Mr. Potenzial. Ja, noch schneller als ich. Deshalb wollte ich gerade sagen, es sind 3 von 10 Sterne, aber Potenzial hat das Deck auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen anders baut und ein bisschen anders spielt. Ja, und auch mit den neuen Karten natürlich, die auch jetzt erschienen sind oder erscheinen werden. Ja, baust um und das war's. Das war die Meinung unserer Experten. Wenn ihr uns ein Deck schicken wollt, schickt es über unsere Facebook-Seite. Ansonsten, allgemeine Fragen könnt ihr auch immer wieder schicken. Die beantworten wir auch gerne. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like, comment und subscribe. Checkt unsere Sponsoren und unsere Facebook-Seite. Und leidet nicht.